So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Minecraft. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen überfordert mit diesen Türen hier, ne? Das ist vielleicht ein bisschen doof für ein Schafsrennen. Also, das sind die Farben, die wir haben. Schwarz, braun, orange, rot, blau, grün, gelb, weiß und lila. Das sind unsere Schafe. Und das erste Rennen hat gewonnen Schwarz, ne? Genau. Okay, das heißt, zweites Rennen demnächst irgendwann, keine Ahnung. Ihr dürft schon mal euren Tipp in den Kommentaren abgeben, welches Schaf denn das Rennen machen wird. Und dann werden wir mal schauen. Dann wird das irgendwann eine coole Aktion wieder geben, in einigen Folgen. Nils wird wahrscheinlich mit dabei sein. Und dann werden wir uns das nächste Schafsrennen angucken. Ist jetzt doch ein bisschen länger her, seit wir das letzte gemacht haben. Mal schauen, vielleicht gibt es noch irgendwas zu gewinnen oder so. Steam-Guthaben, was weiß ich. Schauen wir dann, ne? Schauen wir dann. Will ich jetzt nicht versprechen oder andeuten, was ich ja gerade zum Glück nicht getan habe. Gut. So, das hier sieht soweit ganz okay aus. Ist jetzt natürlich nicht sonderlich hübsch, weil das komplette Dach fehlt. Weil es auch allgemein jetzt nicht so ein mega geiler Bau ist, muss ich sagen, bisher. Bis jetzt ist es ein ziemlicher Standardbau und da unten ist ein Boot und das werden wir auch. Toll. Das werden wir auch gleich nehmen. Das war übrigens jetzt nicht gewollt. Guck mal, der Zombie hat Angst runterzuspringen. Das ist irgendwie süß. So. Wir schwimmen mal hier rüber. Ja, gucken wir es uns nochmal von unten kurz an. Ja, sieht schon ganz okay aus, aber es fehlt natürlich noch einiges. Das muss man ja einfach mal so sagen. Gut. Essen kann man ja nicht mehr im Boot, zumindest nicht während man am Rudern ist. Das ist eigentlich sehr realistisch. Andererseits aber auch sehr schade. Und wir legen hier mal an. So. Was? Ach du. Hi. Hi. Alter, ich ihn einfach nie treffe. So. Und wir marschieren mal hier durchs Schneebiom, wobei es jetzt langsam auch wieder Tag wird, wie es aussieht. Das ist doch sehr, sehr schön. So, hier hinten war doch irgendwo so ein Sumpf, ne? In die Richtung. Das ist ja die Richtung zu unserem NPC-Dorf, bei dem wir ja auch noch was machen wollten. Unserer Parallelwelt. Aber ja, das dauert noch, bis wir da mal aktiv werden. So. Das dauert, glaube ich, noch eine Zeit. Denn bis dahin, ja, da vorne wird es schon sumpfiger, wie ich sehe. Michel sumpfiger. Wow. Was für ein toller Witz. Was für ein Wortwitz. Genau, hier war diese Schlucht gewesen mit den Kühen drin. Ich erinnere mich noch, als sei es gestern gewesen. Oder als wäre es gestern. Als sei es gestern. Gibt das überhaupt Sinn? Ist das hier schon Leben? Jupp. Sehr gut. Wir brauchen Holz, würde ich mal sagen. Wir müssen uns mal eine Tür craften. Geht das Ganze nämlich um einiges schneller. Ja. Gibt ja auch viele, die mir sagen, ja, Fritto, du kannst auch Zäune nehmen, um Luft zu holen. Ich muss aber sagen, eine Tür ist wesentlich angenehmer, weil erstens eine Tür ist schneller abzubauen als ein Zaun. Der dauert immer ein bisschen länger, bis man ihn wieder weg hat. Und zweitens, seit wann kriegen wir eine Tür raus? Wir müssen, glaube ich, mal die Malises Doors wieder entfernen. Die Mod ist an sich sehr, sehr cool, aber ihr habt es ja gerade sehr gut sehen können. Sie macht ein paar Problemchen mit Minecraft. Da ist das Spiel nicht ganz so glücklich drüber. Und das finde ich sehr, sehr schade. Wenn Minecraft nicht glücklich ist, dann kann ich es ja auch nur begrenzt sein, ne? Das ist ja irgendwie verständlich. So, haben wir noch hier irgendwo? Das ist Kies. Das ist, glaube ich, Sand. Oder? Nö, das ist Lehm. Es ist ja Lehm. Herr Lustig. So.
So. Und man hat halt auch einen ganzen Block, auf dem er stehen kann. Das ist Stein. Okay, den nehmen wir nicht mit. Zumindest nicht mit der Schaufel. Okay, das war's damit. Es wäre einfach gewesen, wenn ich mich reingestellt hätte, ich weiß. Ist das hier alles Lehm? Wenn das hier alles Lehm ist, dann haben wir gleich mehr als genug. Und ich glaube, es ist alles Lehm. What the fuck? Sehr geil. Okay, ich glaube, die Lehmsorgen, die haben wir erstmal los. Dann müssen wir nur noch eine Menge Kohle finden. Oder wir nehmen Lava, um die ganzen Öfen für das Lehmbrutzeln zu befeuern. Das können wir natürlich auch machen. Wäre wahrscheinlich auch eine ganz clevere Idee, weil Lava einfach um einiges schneller funktioniert. So, machen wir es mal so. Dann haben wir hier wieder einen Counter. Die Fackeln brauchen wir jetzt eh erstmal nicht unter Wasser. So. So, ich muss mal kurz schauen. Die Schaufel hat überhaupt keine Verzauberung. Ja gut, dann können wir die auch... So, jetzt gab es gerade bestimmt Mikrofonstörgeräusche, weil ich mich gerade umgesetzt habe. Dann können wir die Schaufel auch aufbrauchen. Funktioniert aber ganz schön schnell dafür, dass sie keine Zauber hat. Muss man ja mal sagen. Also, muss man ja mal sagen. Und dann würde ich sagen, eventuell hauen wir die Malises Doors Mod nochmal raus, weil... Ja, sie ist schon cool, aber Spielstürze möchte ich deswegen halt nicht haben. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Von daher müssen wir mal schauen, ob sich das lohnt. Eventuell hauen wir die nochmal raus. Auch mit der Shader-Mod bin ich nicht so ganz glücklich. Ich meine, mit den Cuda-Shadern hier läuft sie einigermaßen flüssig. Das ist ganz schön. Von daher können wir das vielleicht nochmal bedenken, dass wir die drin lassen. Oder überdenken vielmehr. So, warte mal. Machen wir es hier so. Und natürlich wieder unsere Tür. So. Kommen gleich so weit nach hinten. Macht aber gar nichts. Dann nehmen wir die Tür einfach mit. So. Öppa. Und dann bauen wir hier den restlichen Lame ab. Voll Lame. So, sehr schön. Nö. Nö. Einfach alles nö. Der hat doch jetzt wieder irgendwas aufgenommen. Die 5 Fleisch hat er wieder aufgenommen. Nö. So. Muss das nö schon akzeptieren. Hier ist echt eine Menge Lehm, ne? Das ist schon mal sehr, sehr geil. Also die NPC, Custom NPC Mod, die möchte ich natürlich gerne behalten, weil die eben viele coole neue Items wie die Tische, die Stühle, die Lampen und sowas mit eingefügt hat. Von dem her möchte ich die ganz gerne behalten. Aber Malises Doors eventuell, ja, mal gucken. Ich meine, jetzt so viel Probleme hat sie bis jetzt auch nicht gemacht. Nur ein paar Abstürze. Und halt beim Schafsrennen habe ich echt ein schlechtes Bauchgefühl jetzt, weil wenn der gerade eben bei uns schon so rumgezickt hat, dann wird das beim Schafsrennen sicherlich nicht besser, wenn da ständig Schafe durch die Türen, durch die Gatter rennen. Das ist mit Sicherheit nicht cool. Von daher nehmen wir diese Mod vielleicht nochmal raus. Würde natürlich bedeuten, dass wir diese ganzen coolen Türen verlieren, die wir jetzt schon hatten. Hier die Labortüren, die wir gemacht haben, das Garagentor und so. Das wäre halt die Schattenseite. Muss ich mal überlegen, was wir da jetzt machen. So, die Knochen werfen wir jetzt. Wobei die Knochen... Können wir eigentlich behalten, dann werfen wir das eine Eisen weg. Das braucht ihr jetzt auch nicht. Nee, nerv nicht. Komm. Knochen sind jetzt nun wirklich nicht mehr wert als Eisen. Vor allen Dingen, wenn wir mal eine endlich funktionierende Monsterfalle hätten, wäre das ja nochmal was ganz anderes. Aber noch haben wir keine. So. Nehmen wir mal hier den ganzen Klumpatsch mit. Ist das hier auch Lehm? Ich glaube, das ist wieder Stein. Die beiden Schneebälle, die braucht ja eigentlich auch kein Mensch. Alter, wie schnell das Inventar einfach zu ist, das ist der Wahnsinn. So, machen wir die Stöcke auch weg.
Und dann dürften wir jetzt langsam aber sicher mal ein bisschen Lehm haben. Da kommen das davor, nehmen wir auch nochmal mit. Und dann haben wir auch schon Lehm. Dann haben wir einen ganzen Tag damit zugebracht, hier, danke, hier Lehm einzusammeln. Aber das sollte es dann ja auch sein. Ach, hier brauchen wir gar keine Tür, weil wir sind ja hier über Wasser. So. Genauso dasselbe hier drüben, glaube ich. Jetzt können wir die Tür nicht... Weißt du was? Kack auf die Tür. Aber sammelt man nicht eigentlich drei Türen jetzt ein? Oder liegt das auch an der Malise-Store-Mod? Ah, ist halt sehr schade, die auszunehmen, ne? Ich würde jetzt sagen, ich warte auf eure Antworten. Aber da ich ja die nächste Folge wahrscheinlich aufnehmen werde, bevor ihr antworten könnt... Ja, eigentlich kann ich mit der Antwort auch warten bis zum Schafsende. Auf der anderen Seite gibt es auch gar keine Antwort darauf, weil entweder das Ganze ist kompatibel oder es ist halt nicht kompatibel. Und wenn es nicht kompatibel ist, dann müssen wir die Türen leider entfernen, weil Schafsrennen sind wichtiger als diese kleine Spielerei. Das ist ja, steht ja wohl fest. Schafsrennen haben Tradition und diese kleine Spielerei ist halt eine, wie der Name schon sagt, kleine Spielerei. Mehr aber auch nicht. Hier ist noch eine Menge Lehm. Mein lieber Mann. That's not bad. So, wir haben jetzt aber schon einiges eingesammelt. Wir könnten das Ganze natürlich auch wieder zusammenfassen. So. Komm, wir sind mal nicht so verschwenderisch und laufen hier einfach dran vorbei. Sondern wir nehmen die Kohle mal mit. Wir werden sie wahrscheinlich eh noch brauchen. Kohle kann man nie genug haben. Dahin. Und hier haben wir noch Kohle. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ne? Ja, wohl klar. Das ist ja klar. So. Kohle, Kohle. Au. Das war die Strafe dafür, dass ich die Lieder von anderen YouTubern auch nur anschneide. So. Pina Colada, ne? Na. Ja, Scrubswitze sind halt auch Scrubswitze, ne? Muss man halt mal sagen. Also, das ist ja auch nichts Besonderes jetzt. So, würde ich sagen: Abendbrot und dann ab nach Hause. Unser Schwert ist gleich kaputt. Aber wir haben noch ein zweites, das sogar besser ist, streng genommen. Komm. Ja, wir lassen jetzt nichts zurück. Wenn wir Kohle praktisch schon geschenkt kriegen, nehmen wir sie jetzt auch mal an. So. Sehr gut. Hat ja geklappt. Gut, da haben wir Lehm gesammelt, da haben wir eine Katze bekommen. Das sind beides schon mal Sachen, die bei mir auf dem Zettel standen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das beides schaffen werden binnen einer Folge. Daher bin ich eigentlich recht zufrieden gerade schon. Beziehungsweise bin in einer Aufnahme. Nicht Folge. Folge stimmt ja nicht. So. Wo ist denn das Bötchen? Das müsste ja irgendwo hier drüben sein. Da hinten. Irgendwo. Das ist hier vielleicht lästig. Das Plant Megapack war jetzt auch nicht so die sinnvolle Mod, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, sie ist ganz nett, aber ja, ist jetzt auch nicht so die Welt, aber es soll ja auch nicht die Welt sein. Ist ja nur eine nette Mod, das haben wir von Anfang an dann auch schon so festgelegt gehabt. Ne? Ihr erinnert euch,
Ja, und hier oben, da müssen wir echt noch ein bisschen irgendwas machen. Das ist mir viel zu langweilig, das Gebäude bislang. Klar, das Dach fehlt noch komplett, das ist mir auch bewusst. Aber da geht natürlich noch mehr. So, das hier hat auch echt lang gedauert, bis das mal fertig gewachsen ist. Wow, das ist jetzt wirklich dein Ernst. Au. Da ist Kohle, die nehme ich jetzt mal nicht mit, weil sie unter Wasser ist. Die Kohle ist so schlecht erreichbar, die nehme ich jetzt auch mal nicht mit. Hoffe, ihr seht es mir nach. Sekunde. So, da bin ich wieder, liebe Freunde der gepflegten Spieleunterhaltung. So, habe ich auch gar nicht irgendwo anders her, diesen Spruch. Weiß gar nicht, von wem ich diesen Spruch habe. Liebe Grüße an der Stelle, falls ihr denn reinguckt, wer weiß. Oh, hast du aber lange überlegt. So. Ja, das hier könnten wir eigentlich auch schon als nächstes angehen. Also so froh bin ich hiermit noch nicht, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, das ist mir viel zu langweilig hier. Was haben wir hier noch drin? Nix ist nicht sehr viel. Wäre vielleicht was, was wir als nächstes angehen könnten. Jetzt bringen wir erstmal ein Lehm nach Hause. Und ich werde die Shader jetzt natürlich nicht ausmachen. Auch wenn ich jetzt... Wow! Hör auf! Oh, das war jetzt schon das... Oh. Die Erfahrung kriegen wir jetzt nicht mehr. Hallo Jungs, na? Wobei die Shader hier auch im Nether relativ angenehm sind, muss man mal sagen. Nee, wir hauen uns jetzt nicht. Wenigstens müssen wir jetzt nicht mehr gucken, ob irgendwo ein Infernal-Mob rumrennt. Tschüss. Das mit dem Zombie war gerade echt unfair. Muss man einfach mal so festhalten.